spannendes Kapitel in Rom. Karl bekam den Auftrag, einem italienischen Geschäftsfreund der Bank, der für sie sehr wichtig war und sich zum ersten Mal in dieser Stadt aufhielt. Könnt ihr euch noch mal ganz kurz in die Situation hineinversetzen, haben alle am Ende im magischen Theater. Findet ihr, dass Hermine so ein Teil seiner Persönlichkeit ist? Valeria? Nein. Wir wünschen, dass du es vielleicht ein bisschen ausführlicher darstellst. Vielleicht wegen seiner Tötung, also die Tötung Hermines, könnte man sagen. Sonst würde er sich selbst irgendwie umbringen. Ah, okay, natürlich. Ist auch eine interessante Herangehensweise, Selbstmord zur Erlösung. Der ist ja grundsätzlich eher so ein depressiver Typ. Das wirkt sich auch auf den Körperschwerpunkt aus. Der Mensch hat einen sehr viel tieferen Körperschwerpunkt als der Schimpanse, wie wir hier erkennen können. Ja, dann kommen wir zum Gebiss. Der Mensch. Eine Durchsage. Folgende Schüler kommen bitte jetzt in der Pause ins Sekretariat. Sophia Bunkle, Leon Spahr, Luca Philipp, Marc Schneider, Leonie Henes und Elias Schmid. Ende der Durchsage. Wie uns eben von Frau Geisen mitgeteilt wurde, wurde der Regierungspräsident heute Morgen mit den Abi-Klausuren entführt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, aber beschreibt die Lage als aussichtslos. Nein! Es gibt Nein! Nein! Oh nein! Leon, was machen wir jetzt? Was machen wir dann jetzt? Wenn wir die Klausur nicht innerhalb von einer Woche gefunden haben, müssen wir das Abi nachschreiben. Wir dürfen jetzt nicht durchdrehen, wir haben doch viel zu hart dafür gearbeitet. Ich habe schon alles vergessen. Und ich habe alles verbrannt. Dann nehmen wir die Ermittlung doch einfach selber in die Hand. Ja. Leute, wir sind doch der beste Biokurs überhaupt. Wer, wenn nicht wir? Wir schaffen das. Wir haben hier den Originalbrief des Entführers. Wir werden ihn jetzt untersuchen und vielleicht finden wir ein paar Spuren. Das ist auf keinen Fall von Menzeller Fieber. Sieht aus wie Baumharz. Genau dieses Baumharz finden wir auf der Schwäbischen Alb. Okay. Also das ist unser einziger Hinweis. Wir müssen gucken, was wir da rausholen können. Also wenn ich mir den Satz genauer anschaue, dann erkenne ich ein Exklamatio. Ah, Berge aller Streber. So, jetzt 12 Jahre Deutschunterricht. Modernste Pädagogik bei mir, ne? Wir machen jetzt einen Gehirnsturm. Könnt ihr irgendwas über den Entführer der Klausuren sagen, wenn ihr euch den Brief anschaut? Er will auf jeden Fall anonym bleiben. Also, jetzt hier. Berge, hast du da rausgehauen? Exclamatio. Zack, 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 da muss mehr kommen. Er hält sich deutlich kurz. Müssen wird groß geschrieben. Der Satz ist ziemlich kurz. Gibt's da auch Fremdwort dafür vielleicht? Knapp. Aber dann muss ich mir mal die Sorgen legen. So, Tyler. Mit den Farben können wir auch noch arbeiten. Ah, bunt! So, ich kaufe bei jedem ein Ausruf. Wollen wir nicht? Ja, stimmt. Aufgepasst, Deutsch unter die Kanzel. So, was war? Edeka. Edeka. Wer ist schon im goldenen Topf drin? Registrator Hirwein oder der Paulmann oder wer auch immer von der Nase. Hat doch irgendein Buch gelesen, wo das eingeschlafen ist. Cicero! D! D auf Wikis. So, jetzt müssen. Müssen. Pflicht und müssen. Das erinnert uns an wen? Ethiker vor. Kant. Pflicht, Ethik. Ja, man ist Kantianer, das ist eindeutig. Können wir vielleicht ein bisschen näher eingrenzen, wo er herkommen könnte? Deutscher. Ja, das stimmt. Aus der Gegend. Okay.
was noch? Sparsam, pflichtbewusst, etwas nicht ordentlich ausgeschnitten. Er ist Schwabe, er ist pflichtbewusst, er ist sparsam. Hammer. Also mein Kurs hat ja herausgefunden, dass es ein Mann ist. 50% der Weltbevölkerung sind weltweit nur so 4 Millionen. Ja, mehr hat aufgeschlagen. Komm, wenn sie ein bisschen verkleidet und ihr gemerkt, sind sie schwarz sein. Aber das sind das Festmann. Ich verrate meine Technik hier. Nachher die Chance, die Urkurs finde ich auch mal. Die ziehst du selber mal. Also wir haben Indizien raus, das verrate ich dir nicht. Ja, das ist schon typisch, das ist unkollegial. Ja. Ja. Oh mein Gott, ich habe einen Fussel gefunden. Eindeutig die Fasern eines Lederhandschuhs. Mit der Hilfe Gottes, Jesu und des Heiligen Geistes werden wir versuchen, gemeinsam die Abi-Ergebnisse zu beschaffen. Erhebt euch und wir beten gemeinsam. Vater, unser Himmel, geheiligt werde unser Abi. Unser Ergebnis im Kaffee, unser Willen geschehen. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Abi, dein Willen geschehen. Also wir müssen jetzt einfach gucken, handelt es sich bei dem Täter mit einem Profiler, der ein unbeliebtes Gewissen hat oder vielleicht ein irrendes Gewissen oder vielleicht sogar mit einem verstummten Gewissen ausgestattet ist. Also wir steigen jetzt einfach da ein und gucken mal, was gibt der Erpresserbrief her. Dazu teile ich euch einen Hinweis aus. Hi Mario, unsere Max-Aktien sind gefallen, was machen wir denn jetzt? Ja, wollen wir die nicht aufkaufen wie bei den Staatsanleihen damals? Okay, danke, gell? Also dann. Na gut, der Tragi hat sich geklärt, es geht in Ordnung, der kauft die zu Not auf. Ja. Yeah! John Lewis. Ich
leite die Ermittlungen bezüglich der gestohlenen Abiturprüfung. Gestohlene Abitursprüfungen? Ja. Hab nicht mitbekommen? Also, legen wir los. Alle vorkommen um den Pult hier rum. Guten Morgen. Ich habe wieder den recherchiert. Wir wissen alle, wir haben ganz schwierige Situation. Die Abiturprüfungen sind gestohlen. Und ich habe recherchiert und habe 4 Fälle gefunden in den letzten 40, 50 Jahren. Und die haben alle mit unserem Fall was gemeinsam. Und jetzt stehen wir natürlich vor einem kleinen Rätsel und wissen nicht, was haben diese 4 Fälle mit unserem Fall gemeinsam. Es war Mordi. In Palermo. Eine Entführung. Es könnte Lösegeld gefordert worden sein. Also junge Mädels, hört zu. Folgendes ist passiert. Euer Abitur wurde gestohlen. Hier geht es um weitaus Wichtigeres als nur um eine Einzelnote, sondern hier geht es um euer gesamtes Abitur. Es wird eine Lösemittelförderung geben. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube, der Erpresser möchte relativ viel Geld für das Abitur haben. Für die einen weniger. Jakob, dein Abitur ist bestimmt nicht so wichtig. Für die anderen etwas mehr. Wir können uns das leider nicht leisten. Wir müssen bei einer möglichen Übergabe sofort zugreifen und den Erpresser ergreifen. Seid ihr dabei? Ja! Jäger! Meister! Jäger! Meister! Jäger! Meister! In lights, he just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure the click stays up. So. Wir wissen bis jetzt, der letzte Standort des Opfers war in Gammelshausen. Ich würde sagen, er ist weitergefahren Richtung Mühlhausen. Es könnte genauso gut auch Dürnau gewesen sein. Ich tippe auf Dürnau. Mühlhausen ist Niemandsland. Was will jemand da mit den Abi-Prüfungen? Was zeigt uns jetzt die Analyse? Ja, also ich konnte ganz viele Daten extrahieren und analysieren. Und wir sehen sehr, sehr gut, also an der Geschwindigkeit einmal und an den verschiedenen Beschleunigungsgrafen, dass es eigentlich nur ein Kleinwagen sein kann. Also ich würde tippen, dass sie hiermit entführt worden sind. Okay. Mhm. Ja, das ist doch relativ wahrscheinlich. Ne? Ja, wahrscheinlich. Ja. Abiturprüfungen offen in einem Kleinwagen, das ist viel zu riskant. Lieferwagen, alles viel praktischer. Hm. Nein, nein. Ja, dann müssen wir halt von beiden Sachen ausgehen. Mhm. Aber kommst du nicht durch? Also Leute, hört mal zu. Wir kommen jetzt zur Besprechung. Wir müssen jetzt durchnehmen, was die einzelnen Kurse herausgefunden haben. Dann schauen wir, ob wir auf irgendeine Lösung kommen. Wir fangen hier bei Geschichte an, oder? Wir vom Geschichtefuss haben herausgefunden, dass es möglicherweise zu einer Lösegeldforderung kommen könnte. Diese Information haben wir auch schon an Sportkurs weitergeleitet. Aber Leonie, ich habe mit leisen Gebeten und mit ruhigem Gewissen herausgefunden, dass nur Gott. Ja, Jungs, Mädels, jetzt müssen wir mal die richtigen Hinweise auf den Tisch. Also, nach näherer Untersuchung des Erpresserbriefs, den wir im Briefkasten gefunden haben, konnten wir eine Fussel sicherstellen, die ganz klar zu einer Lederhandschuhmarke zurückzuführen ist, die nur von großen Männern getragen wird. Anhand von Kleberesten an dem Erpresserbrief haben wir herausgefunden, dass es sich bei dem Klebstoff um ein Baumharz handelt, welches ausschließlich auf der Schwäbischen Alb produziert und verwendet wird. Es kann also angenommen werden, dass es sich bei dem Täter um einen großen Mann handelt, der mit schwarzen Handschuhen agiert hat und in der Region der Schwäbischen Alb wohnt.
Danke für die Information. Jetzt schauen wir, dass wir mal was hinkriegen auf den Brief rausholen, den du schon erwähnt hast. Also, was wir aus dem Brief gelesen, den uns der Presse geschickt hat, herausgefunden haben, wir zum einen, auf die Buchstaben lässt sich schließen, dass dieser Mann bei Edeka einkauft. Jedoch auch nicht mehr, weil auch weitere Buchstaben von anderen Firmen verwendet wurden, zum Beispiel Lidl. Deswegen sind wir zum Schluss gekommen, dass der Mann preisbewusst ist, also etwas geizig. Darüber sind wir zu dem Schluss gekommen, ich hoffe, das können wir bestätigen, dass auch mit dem Hinsicht auf die Region, dass der Mann ein Schwabe sei. Was wir über den Brief, über den Satz noch gefunden werden, es muss verdient sein, es ist eine Exklamatio, ein Ausruf. Darüber sind wir dann zu dem Schluss gekommen, dass er Kantist ist, da es muss sein Imperativ ist, also es muss verdient sein. Also wir vom Westdorf-Kurs haben natürlich herausgefunden, dass unser Verdächtiger männlich sein muss, da es sich sehr knapp und kurz fasst. Darüber hinaus haben wir herausgefunden, dass das Motiv natürlich Neid sein muss, da er vermutlich nie sein Abi bekommen hat. Als männlicher Schwabe und darüber hinaus noch Kantist muss er sehr intelligent sein. Ja Leute, wir kommen jetzt auch nicht wirklich weiter. Wir wissen zwar, dass er ein Schwabe ist und dass er wahrscheinlich männlich ist, aber das trifft auch so viele Leute, die in der Umgebung sind, zu. Ich meine, wir sind hier im Schwabenland, da sind viele männlich, also was sollen wir jetzt machen? Wir wurden gerufen. Also wir, die Polizei, würden vorschlagen, Häuser der Lehrer zu stürmen, unter anderem Haus von Herr Starr, Frau Natalia, und würden dort dann nach dem Regierungspräsidiumsvorsitzenden und nach dem Abi Klausuren suchen. Beim einen fällt der Groschen früher, beim anderen später. Herr Hauptmann. Wir sind sicher. Nehmen wir das. Wir sind sicher. Wo sind Sie, die Abi-Klausur? Nein. Das ist John! Detective John Lewis!
an die Kursstufe 2. Wenn Sie das hier lesen, haben Sie es sich wirklich verdient. Ich hab's Ihnen schon immer gesagt, das Abitur allein bringt Ihnen nichts. Es ist nur wie eine Impfscheu. An der Uni später müssen Sie Ihr Wissen beweisen. Sie wissen ja, beim einen fällt der Groschen früher, beim anderen später. Machen Sie es gut und denken Sie immer dran. Seien Sie schön brav, sonst lasse ich Sie kommen. Euer Herr Hauptmann. Wie uns eben mitgeteilt wurde. Das Einzige, was wir haben, ist halt das. Ja, das sitzt doch nicht nur so rum! Also wir, die Polizei, sind inzwischen so weit, dass wir eine Hausdurchsuchung der Lehrerhäuser. Und was machen wir dann jetzt? Noch was hier. Herr Engel, ich glaube, wir sollten das Vertrauen zurückgewinnen. Haben wir nicht tagelang gearbeitet dafür und Nächte? Nein. Entschuldigung, ist jetzt echt so eine. Mach ich jetzt. Mögen wir uns oder mögen wir uns nicht? Scheiße! Also, Herr Hauptmann. Wir müssen uns Vertrauen zurückgewinnen. Ich bin Detective John Lewis und ich leite die Ermittlungen bezüglich der gestohlenen Abiturprüfungen. Legen wir los.